Für Marina Davidow aus Karlsruhe steckt fast jeden Tag etwas zum Auspacken in der Post. Ihr Einkaufsweg zum Briefkasten und zurück. Seit es Amazon gibt, macht Einkaufen für die Davidows erst so richtig Spaß. Ist so Amazon-Bestellung immer so ein bisschen wie Weihnachten? Eigentlich. Und beim Rauspacken schon, oder? Der Online-Händler gehört hier zum Alltag. Ja, zum Beispiel Küchentisch haben wir von Amazon und Ecke auch. Alles mögliche Quellen. Alles mögliche. Was einfach so gebraucht wird. Für Kinder Weihnachtsgeschenke auch. Das ist ganz praktisch, brauchen wir nicht Schlange zu stehen. Amazon ist praktisch. Bis sie ein Handy kaufen, das plötzlich explodiert. Ich stand unter Schock, erster Tag. Ist das ein unglücklicher Einzelfall? Oder steckt ein Fehler im Kontrollsystem des Marktführers? Seit Jahren nehmen die Beschwerden im Onlinehandel zu. Die Vorwürfe, immer mehr Fälschungen. Immer häufiger gefährliche Produkte. Die international tätige Digitalökonomie ist tatsächlich der Auffassung, dass sie vielfach über dem Gesetz steht. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass sie sich zum Gehilfen der Straftäter machen. Welche Rolle spielt dabei Marktführer Amazon? Täglich verlassen Millionen Produkte die Versandlager. Genügen alle den deutschen Gesetzen? Wie lässt sich der gigantische Online-Händler überhaupt überwachen? Oder ist Amazon außer Kontrolle? Ein normaler Sommerabend 2018. Vater Dimitri arbeitet als Bilanzbuchhalter oft bis spät abends. Deshalb findet der gemeinsame Einkaufsbummel regelmäßig auf dem Sofa statt. Bei Amazon fühlt sich Familie Davidow gut aufgehoben. Bestseller. Einmal ist ein Schuhpaar gekommen und da hat sich die Sohle gleich beim Anfassen schon gelöst. Und da waren die, das haben die sofort zurückgenommen. Dann kam ein anderes Paar, war okay. Deswegen bestellen wir immer wieder, weil wir wissen, okay, wenn was schief läuft, die regeln das. Und zwar zu unserem Gunsten. Doch zwei Wochen vor unseren Dreharbeiten wurde ihr Vertrauen in Amazon erschüttert. Marina hatte sich für 68 Euro ein Smartphone der chinesischen Marke Ulefone gekauft. Ein Amazon-Blitzangebot. Im Schlafzimmer hängt Marina Davidow ihr Handy wie üblich ans Ladegerät. Kurze Zeit später explodiert das Handy mit einem lauten Knall. Flammen und stinkender Rauch breiten sich schnell aus. Marina Davidow kann den Brand mit einem nassen Handtuch ersticken, ruft aber dennoch die Feuerwehr. Danach haben sie mich noch zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Wirklich, ich stand unter Schock, erster Tag. Weil ich habe mir auch gedacht, was könnte passieren, wenn wir nicht zu Hause wären oder wenn Kinder alleine zu Hause in der Wohnung gewesen wären. Mutter Davidow hatte in der Vergangenheit die Wohnung auch schon verlassen, während das Handy noch am Ladekabel hing. Was hätte da passieren können? Das macht schon schlaflose Nächte, immer noch, ja doch. Also ich habe dieses Kopfkino gehabt. Also man hat ja noch die Bilder von diesem brennenden Hochhaus in London. Und wir sind ja auch in einem Hochhaus, also es ist schon. Dimitri Davidow stellt jetzt erst fest, dass das Smartphone von einem chinesischen Händler kam. Er schreibt ihn und Amazon an. Nur Amazon antwortet in einem Chat. Vor allem ist es sehr ärgerlich, dass der Händler überhaupt nicht reagiert hat. Vielleicht sollte Marketplace von Amazon besser überwacht werden. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass Sie verärgert sind. Der Verkäufer ist schon bei unserer zuständigen Fachabteilung gemeldet worden und da wird sicherlich noch was passieren. Vor allem muss auch Ihr Ziel sein, dass den anderen Kunden diese Erfahrung erspart bleibt. Da haben Sie vollkommen recht. Deswegen wird der Fall auch eskaliert. Wir sind gespannt, was Amazon darunter versteht und wie es für Familie Davidow ausgeht.
Auf der Amazon-Plattform kann man rund 300 Millionen Produkte kaufen, darunter auch unzählige Kosmetikartikel. Dieses nahezu grenzenlose Angebot gefällt den deutschen Konkurrenten verständlicherweise nicht. Auch nicht der Drogeriemarktkette Rossmann, die ebenfalls direkt mit Amazon im Wettbewerb steht. Juniorchef Raoul Rossmann geht zum Thema Amazon gerne vor die Kamera. Er prangert den Online-Händler offen an, weil er für sein Geschäft Wettbewerbsnachteile sieht. Beispielsweise beklagt er, dass der Amazon-Marktplatz zu wenig kontrolliert werde. Ganz im Gegensatz zum deutschen Einzelhandel. Alle Artikel hier im Regal unterliegen schließlich strengen Vorschriften. Amazon hat diesen Aufwand eben nicht, weil sie nur als Plattform agieren und sich aus jeglicher Qualitätskontrolle heraushalten. Das ist kein fairer Wettbewerb, wenn man große, große Umsätze im Einzelhandel macht oder mit Einzelhandelsprodukten, aber sich eben aus diesem Thema komplett heraushält mit der Begründung, dass man ein Technologieunternehmen sei und kein Händler. Raoul Rossmann hat Amazon den Kampf angesagt. Die europäischen Standards sollten seiner Ansicht nach für alle gelten, die hier Handel treiben und Profit machen. Ich glaube, dass das europäische Recht und so wie wir Verantwortung leben, hier in Deutschland scheinbar nicht der Maßstab für Amazon ist. Rossmanns Mitarbeiter kaufen unterschiedliche Kosmetikartikel auf dem Amazon Marketplace. Als die Ware im Stammsitz bei Rossmann ankommt, lassen sie diese von einem unabhängigen Institut prüfen. Ja, wir haben 24 Artikel testen lassen. Das klingt jetzt erstmal sehr wenig, aber es ist sehr aufwendig, auch eine Laboruntersuchung für jeden Artikel durchzuführen, auch sehr teuer. Und wir haben bei 24 Artikeln haben wir 94 Verdachtsfälle oder Abweichungen gefunden, die so nicht konform mit der hier gültigen Gesetzeslage sind. Was das für Abweichungen waren und wie gefährlich die für den Verbraucher sind, sehen wir später. Bei Amazon gibt es Schattenseiten, aber auch viel Licht. Kunden freuen sich über bequemes Einkaufen und über das riesige Angebot. Das ist möglich, weil die Nummer 1 im Onlinehandel ihre Handelsplattform für andere geöffnet hat. Auf dem Amazon Marketplace finden sich unzählige Artikel, für die der Online-Riese Lagerung, Verpackung und Versand abwickelt. Können aber so nicht Waren beim Verbraucher landen, die nicht deutschen Gesetzen entsprechen? Der Online-Gigant will in diesem Film nicht vor der Kamera Stellung nehmen, beantwortet unsere Fragen aber schriftlich. Alle Amazon-Marketplace-Verkäufer müssen sich an unsere Verkaufsbedingungen halten, inklusive aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Und die meisten erfüllen diese zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden. Die Zufriedenheit der Kunden, das ist für Eva Stüber Amazons Erfolgsrezept, gepaart mit innovativen Ideen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und ihre Kollegen vom Institut für Handelsforschung in Köln haben analysiert, warum Amazon bei den Kunden so gut ankommt. Also letztendlich ist Amazon an dieser Stelle aber schon maßgeblich für diese Entwicklung, weil sie es natürlich mit ihrer perfekt ausgesteuerten App sehr einfach gemacht haben. Amazon bietet zum Beispiel ein riesiges Angebot, schnelle Lieferung an die Haustür und hohe Kulanz bei Reklamationen. Amazon hat ein anderes Herangehen als andere Unternehmen. Das stellt den Kunden 100% in den Fokus und hat alle Strategien ganz konsequent und nachhaltig auf den Kunden ausgerichtet und seine Bedürfnisse. Und das macht die erfolgreich ohne Ende. Für eine Studie hat das Institut 35.000 Online-Kunden befragt. Wie wurde unser Konsum in den letzten Jahren amazonisiert? Das Ergebnis? 2004 kauften Kunden im Schnitt nur 8 Mal bei Amazon ein. 2013 schon 20 und 2017 bereits 40 Mal. Ein Prime-Kunde bestellt jedes Jahr sogar 61 Mal. Die Inhalte der Warenkörbe werden aber kleiner. Wir kaufen also spontaner und häufiger. Laut Studie treten andere Plattformbetreiber mehr oder weniger auf der Stelle. Und Amazon steigert seinen Umsatz auf über 26 Milliarden Euro.
Von solchen Umsätzen träumt man in dieser Ludwigsburger Autowerkstatt nicht einmal. Wenn das Öl so weit durch ist, alles machst du unten wieder alles sauber dicht, dann machen wir von oben noch die ganze Filter und alles, Lichter schauen etc. In der Kfz-Branche soll der Handel mit Fälschungen boomen. Kfz-Meister Thomas Frey betreibt seine Werkstatt seit 20 Jahren. In letzter Zeit beobachtet er immer öfter, dass seine Kunden die Ersatzteile im Internet kaufen und dann verlangen, dass er sie einbaut. Ja. Bremsschläuche hinten hast du auch geschaut. Die versuchen das als selbstverständlich zu sehen. Die rufen an und sagen, ob man eine Inspektion machen kann oder Bremsen erneuern kann. Aber sie haben die Teile schon. Und das ist was, wo ich mich auch dagegen wehre, weil dann frage ich auch nach, wo sie die Teile haben. Aber meistens oder zu 99% bringen die Leute das billig aus dem Internet daher. Und das ist einfach eine Qualität, die ich gar nicht verbauen möchte. Natürlich gibt es auch gute Qualität im Internet. Aber Thomas Frey haftet für seine Einbauleistung und verbaut deshalb lieber Ersatzteile, von denen er weiß, woher sie kommen. Ich sehe qualitative Risiken bei den Teilen. Gerade jetzt, bei Bremsen, Stoßdämpfer, Bremsschläuche, Fahrwerksteile, sonstiges, sage ich mal, das sind sicherheitsrelevante Teile wie Lenkung und sonstiges. Und wenn da halt natürlich ein minderwertiges Produkt verbaut wird, das ist ein riesen Sicherheitsrisiko einfach. Aber viele suchen nur nach dem billigsten Preis. Auch bei Amazon. Und dann sagen die Leute, Mensch, das und das Produkt von dem und dem Hersteller kostet im Internet Summe X und bei dir kostet es das Dreifache. Und das kann einfach nicht sein, das ist unmöglich. Und das sage ich für mich persönlich schon jahrelang, sage ich, da müssen Plagiate umherschwirren, das kann gar nicht sein. Also die verkaufen wirklich die Teile teilweise um ein Geld. So kaufen wir Werkstätte oder selbst die Großhändler das gar nicht ein. Also das kann gar kein Originalteil sein. Thomas Frey macht für uns auf Amazon den Versuch. Türleuchten für einen Audi. Die gibt es auf dem Amazon Marketplace. Wenn wir die bei Audi kaufen, sind wir da beim Stückpreis bei 20, 22 Euro. Im Stückpreis hier bieten sie zwei Stück für 14,99 Euro an. Auf einem Bild kann man es immer relativ schlecht beurteilen. Deswegen wäre es echt mal interessant, sowas mal in den Händen zu haben. Wir bestellen mit dem Kfz-Meister die Ersatzteile, die für Audi gemacht sein sollen. Viele davon kommen aus China. Darunter welche, die Amazon als Kaufempfehlung anpreist. Sind das Originalteile? Wir werden sie später direkt von Audi prüfen lassen. Wir treffen wieder Marina und Dimitri Davidov. Auch 4 Wochen nach der Explosion ihres Handys haben sie nichts von Amazon gehört, obwohl sich das Unternehmen um ihren Fall kümmern wollte. Heute lassen sie sich von der Verbraucherzentrale beraten. Sieht sehr schlimm aus. Das ist ein Schwellbrand. Es riecht immer noch. Die ganze Wohnung hat danach gestunken. Also für den Juristen Oliver Butler ist diese Beratung Alltag. Das explodierte Handy kein Einzelfall im globalen Onlinehandel. Im letzten Jahr hat beispielsweise die Bundesnetzagentur 460.000 gefährliche Produkte vom Markt genommen. Das ist mittlerweile ständig von Jahr zu Jahr festzustellen, dass wir hier steigende Zahlen haben von gefährlichen Produkten, die nach Europa oder nach Deutschland kommen, wo in der Tat die Gefahr ist, dass solche Produkte zu schwerwiegenden Schäden von Leib und Leben am Schluss auch führen können. Was Amazon betrifft, bemängelt er, dass Verbraucher kaum durchschauen können, woher die Ware kommt. Sie haben jetzt hier den Lieferschein mitgebracht, ja. Aus dem jetzt gar nicht ersichtlich ist, wer tatsächlich jetzt der Verkäufer ist. Amazon ist ja eine Plattform. Es gibt da einen Button, Rechnung anzeigen. Und wenn man das klickt, dann kommt man auf den Lieferschein. Genau, also es gibt keine Rechnung. Ja, also im Zweifel muss man davon ausgehen, dass der direkte Vertragspartner in dem Fall dann Amazon wäre. Ich habe auch den Händler angeschrieben. Es gibt ja da eine Möglichkeit, den Verkäufer kontaktieren. Der hat sich nie gemeldet. Kein Wunder, sagt Oliver Butler. Denn auf dem Amazon Marketplace können sich schwarze Schafe gut verstecken. Ein neues Produkt. Generell kann man jetzt nicht sagen, dass es immer gefährlich ist, bei Amazon zu bestellen. Die Gefahr ist lediglich insofern, dass hier sehr viele Händler sich tummeln, die unter Umständen solche gefährlichen Produkte dann auch anbieten. Bei Davidovs eigentlich überzeugten Amazon-Fans wächst der Frust. Inzwischen fühlen sie sich nicht mehr als König-Kunde. Manchmal kriegen wir wegen einer Kleinigkeit viel mehr Feedback von Amazon.
E-Mails, es tut uns leid und wir haben ihre Mitgliedschaft verlängert und was weiß ich. Und bei sowas, da passiert einfach gar nichts. Das finde ich einfach schade, das ist enttäuschend. Wird sich Amazon noch bei Davidovs melden? Wir beobachten den Fall weiter. Originalprodukt. Außerdem bestellen wir bei Amazon nochmal dasselbe Modell, das bei Davidovs explodiert ist. Das Handy ist verfügbar, aber bei anderen Händlern. Der Verkäufer, der Davidovs beliefert hat, wurde offenbar gesperrt. Und wir legen weitere Elektronikartikel in unseren Einkaufswagen. Die wollen wir später beim Verband der Elektrotechnik prüfen lassen. Die Auswahl auf dem Amazon-Marktplatz ist enorm. Inzwischen gehen mehr als die Hälfte aller Verkäufer auf Amazon.de auf das Konto von Drittanbietern. Amazon kassiert bei jedem Geschäft eine Provision. Diese Idee, den Marktplatz für andere zu öffnen, hat den Online-Riesen noch erfolgreicher gemacht. Laut IFH-Studie kennt Amazon praktisch jeder. Zwei Drittel denken zuerst daran, wenn sie online einkaufen wollen. Über 40% warten, bis ihr Wunschprodukt bei Amazon verfügbar ist. Dagegen geht jeder Dritte, der sein Produkt bei anderen Online-Händlern nicht findet, zu Amazon. Die Amazonisierung geht noch weiter. Schon jetzt kann Amazons Alexa 3/4 der führenden Elektronikprodukte steuern. Fast die Hälfte aller Autohersteller planen, Alexa zu integrieren. Amazon expandiert ständig weiter und spannt sein Netz rund um den Globus. Amazon wird immer stärker ins Leben integriert. Ich habe ein Bedürfnis, ich habe einen Bedarf. Ich kann dort auch meine Musik hören, ich kann Filme schauen, ich kann Serien schauen, ich kann über ein Kindle Bücher lesen. Es gibt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und damit ist Amazon immer wieder relevant, immer wieder sichtbar im Leben der Kunden. Diese Allgegenwart treibt auch Johannes Bröckers um. Der Marketingberater sieht viele Vorteile beim bequemen Online-Einkauf. Amazons Marktmacht aber gefällt ihm weniger. In Amerika hat Amazon tatsächlich schon mindestens die Hälfte des Onlinehandels und zum Beispiel 70% des Buchhandels übernommen. Da gehen ganze Branchen verloren, da gehen viele Arbeitsplätze verloren, von denen Amazon möglicherweise ein paar in seinen Logistikzentren unterbringt. Aber das sind ja nun alles keine adäquaten und wirklich tollen Jobs, die Jeff Bezos da schafft und anbietet. Und wenn man das mal alles mitdenkt, dann, und so ist es bei mir auch gewesen, nimmt meine Bewunderung für Amazon ab. Johannes Bröckers hat deshalb ein Buch geschrieben. Schnauze, Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon. Man kann es übrigens auch bei Amazon kaufen. Darin kritisiert er, dass der Online-Gigant seiner Verantwortung nicht gerecht werde. Ich darf ja auch morgen nicht einen Laden aufmachen und irgendeinen China-Spam verkaufen. Und wenn irgendwas passiert, sage ich, Moment mal, das habe ich nichts mit zu tun. Als Händler, finde ich, habe ich eine Verantwortung für meine Kunden und kann mich da so einfach nicht rausreden. Die Idee, die Amazon-Plattform für andere Händler zu öffnen, birgt die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Denn in den Amazon-Lagern liegen jetzt neben vielen unbedenklichen Artikeln auch so manche gefährliche. Zurück zur Kampagne von Rossmann. Die Kontrolle der bei Amazon gekauften Kosmetikprodukte ergab besorgniserregende Ergebnisse. Demnach hätten 22 von 24 Artikeln nicht auf den deutschen Markt kommen dürfen. Zu beanstanden seien vor allem Kennzeichnungspflichten. Es fehlten beispielsweise Angaben zu Inhaltsstoffen oder Allergenen. Warum kommen die dann trotzdem in den Verkehr? Weil es keiner kontrolliert. Die Produkte, die auf Amazon, insbesondere durch Drittanbieter, aus dem asiatischen Raum verkauft werden, sind komplett unkontrolliert. Wir können auch nicht auf die chinesischen oder asiatischen Überwachungsbehörden wie die Gewerbeaufsichtsämter in Deutschland vertrauen. Auch die Gewerbeaufsichtsämter in Deutschland kontrollieren den Onlinehandel kaum. Aber es gab nicht nur Kennzeichnungsverstöße.
Richtig gefährlich ist dieses Haarwuchsmittel. Uns liegt der Laborbericht des von Rossmann beauftragten unabhängigen Instituts vor. Das Mittel ist voll von multiresistenten Keimen, ein Vielfaches über dem Grenzwert. Rossmann meldet das gesundheitsgefährdende Produkt bei Amazon. Es verschwindet zwar von der Plattform, taucht aber kurze Zeit später in neuer Verpackung wieder auf, sagt Rossmann. Das ist gerade das Problem, dass diese Produkte dann immer wieder auftauchen. Man kann also in einem Vergehen nachgehen, aber das ist wie eine 10-köpfige Hydra. Ja, man kann ihr die Köpfe abschlagen, aber die wachsen immer wieder nach. Wir haben auch diese drei Produkte getestet. In zwei ist wieder eine starke Verkeimung aufgetreten, genauso wie beim Erstprodukt. Und auch die hätten nicht in den Verkauf gelangen dürfen. Amazon schreibt uns zu Rossmanns Vorwürfen. Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. So hatten wir in dem damaligen Fall bereits zuvor einige der angeführten Produkte entfernt. Und tatsächlich sind die fraglichen Produkte heute nicht erhältlich. Hier steht also Aussage gegen Aussage. Außerdem schreibt uns Amazon: Wenn Kunden Bedenken bezüglich der von Ihnen gekauften Artikel haben, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an unseren Kundendienst zu wenden. Wir sind beim Verband der Elektrotechnik in Offenbach. Hier haben wir die von uns beim Amazon Marketplace gekauften Elektroartikel prüfen lassen. Hendrik Schäfer und seine Kollegen haben diese Netzteile geprüft. Doch die hätten in Deutschland gar nicht verkauft werden dürfen. Es kann im ungünstigsten Fall passieren, dass Spannung von der Primärseite, also 230 Volt Netzspannung, auf die Sekundärseite, die eigentlich berührbare Schutzkleinspannung sein soll, gelangen kann. Und damit sind diese Netzteile potenziell lebensgefährlich. Auch diese Lichterkette, für 10 Euro beim Amazon Marketplace erworben, hätte nicht verkauft werden dürfen. Die Lichterkette ist laut Hersteller für den Außenbereich geeignet. Aber Kabel- und Steckverbindungen sind dafür ungeeignet. Wir haben jetzt hier mal einen Außenbereich simuliert in diesem Aquarium, wo wir die Lichterkette auf einen nassen Kunstrasen gelegt haben. Wenn ich jetzt diesen Pol einfüge, sehen Sie, dass über den nassen Kunstrasen Spannung an die Lampe fließt und wir einen maximalen Stromfluss von 186 Volt haben an dieser Stelle. Das ist lebensgefährlich. Das ist potenziell lebensgefährlich. Man sieht sogar, dass es raucht. Ne? Das ist ein Wasserkocher hier an der Stelle. Die Lichterkette trägt zwar ein CE-Zeichen, doch damit erklärt nur der Hersteller, dass er geltende Normen erfüllt. In diesem Fall eine lebensgefährliche Täuschung. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, achtet man auf ein Prüfzeichen, ein unabhängiges Prüfzeichen von einem dritten Prüfinstitut. Das kann der VDE sein, aber auch der TÜV. Das erkennen Sie auf den Geräten, ist dort ein entsprechendes Zeichen aufgebracht. Haben Sie die Sicherheit, dass sich das Gerät eine dritte unabhängige Stelle angeschaut hat? Und das kann im besten Falle Leben retten. Fazit unserer Stichprobe. 3 der 6 Artikel, die wir auf dem Amazon Marketplace gekauft haben, hätten in Deutschland nicht verkauft werden dürfen. Wenn also nur wenige unseriöse Händler auf Amazon verkaufen, kann das für Verbraucher gefährlich werden. Audi in Ingolstadt. Sergej Jeftimowitsch ist hier der Markenschutzbeauftragte. Hallo Adam, grüße dich. Hi, grüß dich. Und? Das sind die Teile, oder was? Er und sein Kollege Adam Dautermann checken Ersatzteile, die wir auf dem Amazon Marketplace gekauft haben. Als erstes prüfen sie das Audi Quattro-Emblem. Mir scheint das auch kleiner zu sein als wir bei uns, beim Original. Ach. Ja, ganz. Oh Gott. Also ganz anders. Ja, ja. Da, bei uns ist innen gar nichts. Es ist bloß die Umrandung. Ja. Es ist innen nicht lackiert. Es ist mit Sicherheit ein großes Ärgernis. Zum einen, weil auf den etablierten Plattformen auch unsere Audi-Partner Webshops betreiben.
und auf der anderen Seite ich da auch Fälschungen finden kann. Ne? Und das sorgt doch immer wieder für Diskussionen, auch bei unseren Audi-Partnern, die sagen, da muss ja etwas dagegen getan werden. Die Autobauer aus Ingolstadt kämpfen seit vielen Jahren gegen Fälscher. Allein im letzten Jahr hat Audi 192 Razzien in China angestoßen. Sergej Jeftimowitsch zeigt uns in einem Video, wie sie Fälschern auf die Spur kommen. Wir haben über einen verdeckten Ermittler die ersten Hinweise auf gefälschte Wasserpumpen bekommen und gehen jetzt gemeinsam mit den Behörden gegen diesen Fälscherbetrieb vor. Gemeinsam mit chinesischen Polizisten dringt Sergej Jeftimowitsch in die Fälscherwerkstatt ein. Und tatsächlich, die Räume sind voll mit Audi-Ersatzteilen. Allesamt billige Plagiate. Meiner Einschätzung nach haben wir hier ungefähr einen Handelswert von 250.000 Euro ausfindig gemacht. Insgesamt wurden im Jahr 2018 Audi-Fälschungen im Wert von 76 Millionen Euro beschlagnahmt. Für die Autobauer ist das nur die Spitze des Eisbergs. Shenzhen, eine Autostunde von Hongkong entfernt, gilt als das Online-Handelszentrum Chinas. Hier wird fast alles gehandelt, was die Welt begehrt. Liu Xian, Verbandschef der Online-Händler, gibt zu, dass gefälschte Produkte ein Problem sind. Vor 2 Jahren wurden 2 chinesische Online-Plattformen geprüft. Das Ergebnis bedenklich. Damals waren knapp 63% der gehandelten Waren Fälschungen. Ich glaube nicht, dass sich die Situation geändert hat. Produkte, die online gehandelt werden, sind immer noch zu über 60% Fälschungen oder minderwertige Qualität. Die Amazon-Plattform wurde damals nicht untersucht. Wir wissen, dass hier aus Shenzhen auch Autoteile über Amazon nach Deutschland kommen. Für die Markenschützer bei Audi sind manche dieser Teile ein immer wiederkehrendes Ärgernis. Jetzt kommt der Klassiker, der 3D-Shadowlight. Das sind diese vier Einstiegsleuchten. Da haben wir in China einen ganz großen Hersteller letztes Jahr Razzia durchgeführt. Also der hat wirklich Tausende von den Dingern produziert. Audi meldet zwar laufend Fälschungen bei Amazon, dennoch tauchen die, so Audi, dort immer wieder auf. Von meinem Gefühl her kann man da mit Sicherheit wesentlich mehr machen. Würde ich mir schon wünschen, dass Amazon hier aktiver wird. Amazon ist ja jetzt nicht gerade der kleinste Betreiber, sondern weltweit der führende. Dass der da auch eine gewisse Proaktivität an den Tag legt, um auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir als Amazon, wir wollen mit Fälschungen auf unserer Plattform nichts zu tun haben. Tatsächlich will Amazon nicht mit Fälschungen in Verbindung gebracht werden. Sie schreiben uns: Der Verkauf von gefälschten Produkten bei Amazon ist strengstens untersagt und wir sorgen mit hohem Arbeitsaufwand und finanziellen Mitteln dafür, dass die Richtlinien zum Verkaufsverbot dieser Produkte eingehalten werden. Um unseriöse Unternehmen und potenzielle Produktfälschungen zu erkennen, investieren wir in maschinelles Lernen und automatisierte Systeme. Wir fragen, wie viele Plagiatshändler denn in den letzten 4 Jahren konkret gesperrt wurden. Amazons Antwort: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Zahlen veröffentlichen. Unser Ziel ist es, zweifelhafte Absichten und Angebote zu erkennen, bevor sie unsere Kunden erreichen. Doch funktioniert das wirklich? Die Markenexperten prüfen einen Kühlergrill. Den haben wir für 147 Euro auf dem Amazon Marketplace gekauft. Bei Audi hätte er das Doppelte gekostet. Aber Kühlergrill ist natürlich schon eine Hausnummer. Amazon kassiert dabei eine Provision von etwa 20 bis 30 Euro. Für einen Audi A6. Schau mal da drüber. Ja. Also die Verchromung. Ja, du hast da überall Kanten drin, überall stößt du dich. Kunststoff verchromen ist nicht ihre Stärke, hängt der Kragen am Kunststoff noch weg. Jetzt müssen wir mal schnell umdrehen.
Das Urteil der Audi-Fachleute ist eindeutig. Ein richtiger Übergang. Bei uns haben ja Rundungen da. Schau dir einfach nur das hier oben an, wie der gerade übersteht. Da passt ja nichts. Schaut doch furchtbar aus. Ja. Also, kann man festhalten, ganz eine billige Kopie. Alle von uns gekauften Ersatzteile stellen sich als Plagiate heraus. Dennoch macht Amazon damit ein Geschäft. Laut OECD wurde bereits 2015 weltweit ein Umsatz von 432 Milliarden Euro mit Plagiaten gemacht. 2019 könnten es 700, im Jahr 2022 über 900 Milliarden Euro sein. Der kaum kontrollierte Onlinehandel hat daran starken Anteil. Verkaufen Dritte über den Amazon Marketplace Plagiate, verdient der Handelsriese immer mit. Und zwar im dreistelligen Millionenbereich, wie wir berechnet haben. Unser Ansatz, den auch Experten für plausibel halten, zwischen 3 und 5% des Welthandels werden mit Fälschungen gemacht. Umgerechnet auf den Amazon Marketplace ergibt das diese Summen. Das Unternehmen schreibt uns dazu: Das ist nicht wahr. Es gibt keine Untersuchung, die solche Rückschlüsse belegen würde. Ihre Schlussfolgerung ist dementsprechend verzerrend und irreführend. Wir haben Amazon allerdings gleichzeitig gebeten, falls sie unsere Rechnung anzweifeln, andere Zahlen zu nennen. Hierzu keine Antwort. Amazon hat aber noch ein anderes Problem. Die Plattform wird auch von kriminellen Käufern genutzt. Juni 2018 in Köln. Beamte des Bundeskriminalamts, begleitet von Gift- und Kampfstoffspezialeinheiten, dringen in ein Wohnsilo in Chorweiler ein. Ihr Ziel? Der Islamist Sif Allah H. Er wollte eine biochemische Vernichtungsbombe bauen. Die Bombenteile hat er im Internet gekauft. Nicht im Darknet, sondern auf Amazon kaufte er große Mengen Rizinussamen. Auch weitere legale Bestandteile seiner geplanten Biobombe konnte er frei kaufen. Wo genau, ist nicht erwiesen. Die Festnahme verhinderte wohl ein verheerendes Attentat. Der mutmaßliche Terrorist ist kein Einzelfall. Wie andere Kriminelle vor ihm hat auch er legal erhältliche Komponenten gekauft. Erst zusammengesetzt sind sie gefährlich. Doch wer soll das kontrollieren? Sebastian Fiedler vom Bund der Kriminalbeamten fordert von Amazon mehr Verantwortung. Kluge Algorithmen könnten in solchen Fällen Alarm schlagen. Amazon ist deswegen so erfolgreich, weil es eine Datenkrake ist. Auf der anderen Seite muss man in die Waagschale werfen, dass sie natürlich mit einer Unterstützung der Ermittlungsbehörden in einem umfassenden Ausmaß zunächst einmal kein Geld verdienen. Und ich wage die vorsichtige Prognose, dass das durchaus bei den strategischen Geschäftsüberlegungen eine Rolle spielen mag. Amazon weist allerdings darauf hin, dass das Unternehmen bereits Verantwortung übernehme. Wir verkaufen nur Produkte, die nach deutschem Recht zum Verkauf zugelassen sind. Wir arbeiten eng mit den Behörden und der Polizei zusammen, um sie bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Sebastian Fiedler bestätigt diese Unterstützung, sieht aber viel Luft nach oben. Natürlich können Kriminelle auch im Baumarkt oder bei anderen Online-Händlern einkaufen. Doch Amazon sieht er besonders in der Pflicht. Auch im Kampf gegen Plagiate und gefährliche Produkte, meint der BDK-Vorsitzende. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass sie sich zum Gehilfen der Straftäter machen, wenn sie denn das dauerhaft zulassen und eben überhaupt nicht den Fokus darauf legen. Das gilt für alle global agierenden Konzerne, die irgendwie in Berührung mit kriminellen Märkten kommen. Und das gilt für Amazon natürlich selbstverständlich. Andererseits, warum sollte Amazon das tun? Kein Gesetz zwingt Online-Plattformen wie Amazon, ihre Geschäfte auf ihrem Marktplatz zu kontrollieren. Das ist ein bisschen ja das Problem, ja, dass die Politik irgendwie auch überfordert ist. Und ich finde, da müssen wir andere Spielregeln aufstellen. Ja. Und solange das nicht passiert, und da komme ich dann wieder zu den Samthandschuhen und frage mich, warum macht die Politik das nicht? Dass Kontrolle durchaus funktioniert, dafür gibt es bereits ein Beispiel. Musik
Jahrelang haben chinesische Händler in Deutschland Ware verkauft, dafür aber keine Umsatzsteuer bezahlt. Und so lief das Ganze ab. Chinesische Händler verkaufen über den Amazon-Marktplatz an deutsche Kunden. Amazon kassiert die Provision, der Rest gehört den Händlern. Die müssen die Umsatzsteuer ans deutsche Finanzamt zahlen. Machen aber die meisten nicht. Seit Jahren. Dadurch entgehen Deutschland jährlich etwa 1 Milliarde Euro, schätzt Jörg Brettschneider, Anwalt für Steuerrecht. Also man muss auf jeden Fall sagen, dass Amazon sehr stark profitiert hat durch das Angebot von chinesischen Händlern. Viele Händler haben ein traumhaftes Wachstum hingelegt die letzten Jahre. Und das war auch nur möglich, weil bestimmte Rechtsvorschriften wie steuerrechtliche Vorschriften nicht eingehalten wurden. Amazon hat unglaublich davon profitiert. Und es ist natürlich immer die Frage, was hätte Amazon dagegen tun müssen? Amazon hat nichts unternommen, weil das Unternehmen seit Jahren die Auffassung vertritt. Marktplatzverkäufer sind unabhängige Unternehmer, die für die Einhaltung ihrer eigenen Umsatzsteuerpflichten verantwortlich sind. Wir bieten Tools, Trainings und Informationen, um Verkäufer bei ihren Pflichten zu unterstützen. Amazon hat noch nicht mal auf Beschwerden reagiert. Also Beschwerden von deutschen Kunden, deutschen Wettbewerbern, die handfest Indizien geliefert haben, dass Händler auf Amazon Umsatzsteuer hinterziehen. Da hat Amazon gar nicht reagiert und hat halt gesagt, ja, das sei die Verantwortung der Händler. Hat Amazon wirklich keine Verantwortung, was auf seiner Plattform passiert? In Shenzhen treffen wir Peng Lu. Der Branchenkenner hat in Deutschland studiert und kennt die Online-Branche von Beginn an. Rund 25.000 chinesische Händler verkaufen über Amazon inzwischen in Deutschland ihre Ware. Amazon hat Goldgräberstimmung ausgelöst. Statt nur in ihren kleinen Läden zu verkaufen, können sie das heute weltweit auf Plattformen tun. Amazon lockt die Händler mit Werbeveranstaltungen auf ihren Marktplatz. Steuergesetze stehen dabei nicht im Mittelpunkt. Peng Lu hat das selbst so erlebt. Die europäischen Länder ist schon 28 Länder schon kompliziert genug, dass Amazon ist auch nicht in der Lage, das auch jedes Landesgesetz zu erklären. Deswegen sagen nur ganz einfach, ja, passen Sie selbst auf. Das ist auch, wenn Sie in Deutschland Geschäfte machen möchten, dann müssen Sie das aufpassen, mehr nicht. Aber das ist immer nicht der Highlight von der Promotion. Die Promotion für Amazon ist nur, bei uns machen sie sich reich und verkaufen jeden Tag, sie sind den nächsten Monat schon Millionär. Dabei wissen viele Händler scheinbar nicht einmal Grundsätzliches. Also viele Händler sagen, was bedeutet Netto, was bedeutet Brutto? Also Preis ist Preis. Ich verkaufe 10 Euro, kassiere ich 10 Euro, das war's. So hätte es weitergehen können. Chinesische Händler bieten gute Preise ohne Umsatzsteuer. Und Amazon verdient mit, nur der deutsche Staat nicht. Doch der wurde endlich aktiv. Ein neues Gesetz nimmt seit 2019 nicht nur die Händler in die Pflicht, sondern auch die Plattformbetreiber. Jetzt gilt, in Deutschland muss sich jeder Händler steuerlich registrieren lassen. Zahlt der Händler nach einem Geschäft in Deutschland keine Umsatzsteuer, haftet Amazon für den Steuerausfall. Damit sind deutsche Behörden nicht länger machtlos gegen den Online-Giganten. Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz ist zufrieden. Denn jetzt gewinnt der deutsche Staat ein Stück Kontrolle zurück. Die international tätige Digitalökonomie ist tatsächlich der Auffassung, dass sie vielfach über dem Gesetz steht. Und es gab mal früher im römischen Recht irgendwie einen Satz, dass der König über dem Gesetz steht, die Königin aber nicht. Wir leben aber in einer Demokratie und da steht keiner über dem Gesetz, auch kein Digitalunternehmen. Das Gesetz zeigt Wirkung. Beim zuständigen Finanzamt Neukölln hatten vor 1,5 Jahren erst 430 China-Händler eine deutsche Umsatzsteuernummer. Inzwischen sind es fast 14.000. Es geht also doch. Noch einmal sind wir beim VDE in Offenbach. Die Sicherheitsexperten haben das explodierte Smartphone von Familie Davidov untersucht. Aber das Gerät ist zu sehr beschädigt. Was die Ursache für diesen Brandfall des Akkus war oder für das Aufblähen des Akkus, das lässt sich im Nachhinein auch für uns leider nur noch ganz, ganz, ganz schwer feststellen.
Und was ist mit dem Neugerät derselben Marke? Gibt es Mängel? An dem Neugerät konnten wir auf den ersten Blick konstruktiv keine Mängel feststellen. Deswegen gibt es die Allgemeinlösung, warum das jetzt hier mit dem Akku passiert ist, leider nicht. Hendrik Schäfer sieht große rechtliche Probleme, wenn Waren aus Asien ohne Kontrolle direkt an die Endverbraucher gehen. Normalerweise haben sie den Inverkehrbringer in jedem Land, der auch vor der europäischen Gesetzgebung haftbar gemacht werden kann. Das ist bei Ware, die direkt aus Asien zum Endverbraucher gelangt, nicht der Fall. Das macht im Prinzip jeder auf eigenes Risiko. Im Fall des explodierten Smartphones ist also Marina Davidov die Inverkehrbringerin und damit haftbar für den Schaden. Davidovs hatten eigentlich auf den Namen Amazon vertraut. Für sie war nicht klar zu erkennen, dass sie nicht bei Amazon, sondern bei einem chinesischen Händler kaufen. Ich kann da jetzt als Verbraucher nicht durchblicken, wie da die Verhältnisse, die Haftungsverhältnisse sind. Aber steht ja überall Amazon drauf irgendwo. Das war mir auch nicht bewusst und das ist, glaube ich, auch die Strategie. Doch es gibt gute Nachrichten. 6 Monate nachdem das Smartphone explodiert ist, kommt endlich Post von Amazons Versicherung. Sehr geehrter Herr Davidov, den Schaden rechnen wir mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 500 Euro ab. Wir fügen Ihnen die Versicherung hat allerdings erst auf Druck reagiert. Vollständig ausgefüllt. Also bevor ich die Angelegenheit an die Verbraucherzentrale abgeben wollte, habe ich eine letzte E-Mail an Amazon geschrieben, dass wir jetzt uns von der Verbraucherzentrale vertreten lassen wollen und dass wir auch bei einer Doku mitgemacht haben über Produktsicherheit. Und dann kam schon der Anruf. Ein paar Tage, also relativ kurzfristig. Ich kann jetzt nicht genau sagen. Ein paar Tage waren. Ah ja, das war schon auffallend. Ja, ja, so lange war nichts. Ja, und dann gleich telefonisch. Bekennt sich Amazon mit dieser Zahlung zu einer Verantwortung für fehlerhafte Produkte auf seiner Plattform? Amazons Antwort. Der Hersteller haftet für das Produkt. Im Interesse unserer Kunden haben wir die Zahlung jedoch als Zeichen des guten Willens über unseren Versicherungspartner eingeleitet. Familie Davidov will weiterhin auf Amazon einkaufen. Das kann eigentlich nicht explodieren. Mhm. Ja, kann nicht. Doch. Die können nur auf. Doch mittlerweile sind sie von begeisterten Amazon-Anhängern zu sehr kritischen Konsumenten geworden. Und deswegen kaufe ich bei Amazon keine Elektrogeräte. Im Moment. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern, wenn sich die Firmenpolitik ändert oder die Gesetzeslage. Aber im Moment machen wir das nicht. Familie Davidov wird sich noch lange an das explodierte Handy erinnern. Für sie bleibt die Frage, ist Amazon außer Kontrolle? Denn viele Millionen an Artikeln, Händlern und Kunden rund um den Globus lassen sich kaum kontrollieren. Vor allem, solange die Politik nicht regulierend eingreift. Wir sehen, dass das natürlich zur Konsequenz hat, dass wir ganz andere Regularien und Gesetze brauchen. Und nicht nur in Deutschland, sondern Europa bzw. weltweit. Ich habe eine Forderung an die Politik hier an sich, den Plattformhandel zu regulieren. Dass wir einfach den Verbraucherschutz, den wir hier uns als gut erarbeitet haben, in der Europäischen Union auch weiterhin hochhalten. Aber nicht nur die Politik kann Amazon in die Schranken weisen. Auch Verbraucher können sich für fairen Handel stark machen. Wenn 44 Millionen Kunden morgen sagen, wir kaufen so lange nicht ein, bis wir diese Fragen mal besprochen haben, ich glaube, das würde fix gehen. Ja.